Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Fable 2. Hier mit unserem Hund gemeinsam auf dem Weg in Richtung des Bauertümpelgrabes. Und ich würde sagen, ohne groß Zeit zu verlieren, machen wir uns auf den Weg, denn da hinten kommt bereits im wunderschönen Tag-Nacht-Zyklus der Mond hinter den Bergen zum Vorschein. Wir gehen mal ganz schnell runter hier zum Ufer. So lange habe ich noch nie gebraucht, um hier diesen ersten Abschnitt zu überwinden, aber es ist ja auch kein Wunder, oder? Ganz kurz für euch zur Erklärung, ich habe rechts neben mir bereits eine Liste liegen mit allen Silberschlüsseln, denn genau wie in Fable 1 wird es auch hier wieder Silberschlüssel geben, die wir finden. Wenn euer Hund bellt, hat er etwas gefunden, folgt ihm, um herauszufinden, was es ist. Eine Truhe. Hier wird es nämlich genau wie auch in Fable 1, ich vergleiche es jetzt einfach immer, sehr viele Kisten geben. Und wie gesagt, die Silberschlüssel werde ich von Anfang an einer Liste abhaken, damit wir da auch wirklich alle finden. Eine billige Halskette. Was auf den ersten Blick wie ein hübsches Schmuckstück aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als wertloses Stück Müll. Na super. Können wir trotzdem verkaufen. Danke, liebes Hündchen. Ja, wie gesagt, wir werden also direkt hier beim Durchspielen auch die Silberschlüssel sammeln. Es gibt noch einen weiteren Sammelgegenstand, den man hier sammeln kann bei Fable 2, aber das machen wir später gesondert. Kommen wir kurz zum Kampfmodus. Auf der X-Taste haben wir einmal den Nahkampf, das seht ihr hier mit dem Schwert. Auf der Y-Taste den Fernkampf mit der Armbrust. Und den dritten, den willenskraftorientierten Kampfmodus oder die willenskraftorientierten Fähigkeiten lernen wir später kennen. So, jetzt ist es bereits dunkel geworden. Und anders als in Fable 1, wie gesagt, werde es oft vergleichen, können wir hier in Fable 2 tatsächlich schwimmen. Und das wird sogar noch ein richtig zentrales Element. Alleine hier. Dieses Bauertümpelgebiet ist übrigens unglaublich riesig und weitläufig. Vor allen Dingen eben durch diese Schwimmfertigkeit können wir hier sehr viel entdecken. Aber wir bleiben erstmal zielorientiert, um hier nicht direkt den Faden zu verlieren. Und haben hier eine Art Krypta. Und da hinten seht ihr einen kleinen Steg am Ufer. Da kommen wir später zu. Aber momentan warte ich eigentlich auf unseren Hund, denn hier, seht mal, haben wir den ersten Silberschlüssel. Silberschlüssel. Diese seltenen Silberschlüssel öffnen magisch verschlossene Truhen in der ganzen Welt. Für jede Truhe wird eine bestimmte Anzahl von Schlüsseln benötigt, also sucht immer nach weiteren. Man weiß nie, was man in einer Silberschlüsseltruhe findet. Fürwahr, fürwahr. Und wie gesagt, werde ich den jetzt auch direkt in der Liste abhaken. Auf der Insel im See. Perfekt. So. Gut, dann würde ich sagen, betreten wir die Krypta, die Gruft der Helden. Ach, unser Hund wartet hier. Ach, wie süß. Na? Feines Hündchen. Ja, wir schalten die Tür frei, indem wir hier das Siegel anbringen. Und keine Sorge, wir werden natürlich noch sehr, 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 sehr viel Zeit damit verbringen, uns hier im Bauertümpel umzusehen. Altes Grab. Und das hier solltet ihr eigentlich auch kennen aus Fable 1. Dieses Bild hier. Die Schicksalskammer. Wir werden uns natürlich im Bauertümpel noch sehr viel umsehen, aber später. Findet die Schicksalskammer. Och, seht mal, unser Hund hat Angst. Euer Hund hat Angst. Verwendet das Ausdrucksmittel, um ihn zu streicheln oder zu trösten. Hündchen. Ja, ganz feines Hündchen. Ganz, ganz feines Hündchen. Ach, ist das toll. Ja, dass der Hund hier Angst hat, kann ich aber verstehen. Denn das hier wirkt alles andere als einladend. Eine Krypta, eine Gruft wie aus dem Lehrbuch. Aber wenigstens war man so freundlich, uns hier. Hab keine Angst. Ich spreche mit dir durch das Gildensiegel. Du musst in dieses Loch springen, um weiterzukommen. Keine Angst. Am Boden ist Wasser, das dich auffängt. Ah ja, okay, dann müssen wir Theresa hier wohl vertrauen. Oh. Oh Mann. Sehr einladende Statuen. Wir werden uns alles übrigens genau ansehen. Ich habe es gerade schon gesagt, auch Bauertümpel oben, die Region bietet noch unglaublich viel zu entdecken. Und da unten ist tatsächlich Wasser. Auch da werden wir noch sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Okay, tauchen. Ich sage ja, das Schwimmen wird eine große zentrale Rolle einnehmen. Die Geräusche sind auch alles andere als einladend. Hallo Hündchen.
So, auch hier könnte man jetzt natürlich direkt dem Pfad folgen, aber wir sehen uns hier erstmal etwas um. Denn auch im Wasser gibt es einiges, das man entdecken kann. Wenn man nur die Augen aufmacht. Beziehungsweise hier scheinbar nicht. Oder? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Oh Mann. Es sieht so stimmig aus, oder? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir hier noch etwas finden müssten. Auf der Liste steht nämlich, dass wir hier einen weiteren Silberschlüssel finden. Okay, ich denke mal, alles dann zu seiner Zeit, oder? So, wir verlassen das Wasser. Und das sieht wirklich alles andere als einladend aus. Ich will den Schlüssel jetzt aber auch nicht verpassen, wisst ihr? Naja, okay, wir springen hier runter. Oh, seht mal. Knochen, menschliche Gebeine und riesige Käfer. Unsere ersten Gegner. Oh wei, oh wei. So, ihr seht hier, wir können ganz flexibel sowohl die Armbrust als auch unser Schwert benutzen. Und dadurch verlieren die Gegner diese Erfahrungskugeln, die wir dann genau wie auch in Fable 1 einsammeln können. Nur hier müssen wir sie selber manuell mit der hinteren rechten Schultertaste des Controllers selber einsammeln. Das passiert nicht mehr automatisch. Ein Schatz. Dann zeig mal, Hündchen. Ah, da ist er ja. Okay. Definitiv doch nicht hinten im Wasser. Silberschlüssel Nummer 2. Wenn euer Hund bellt, pipapo, pipapo, das kennen wir bereits. Der Hund, der beste Freund des Menschen. Hier haben wir nichts. Ach, ist das klasse, Leute. Schauderhaft, gruselig, aber unglaublich atmosphärisch. Ah, hier haben wir sonst nichts mehr. Ja, wir werden so natürlich durch das viele Einsetzen der Nahkampfwaffen auch sehr viele Nahkampferfahrungspunkte sammeln. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Hier oben seht ihr die Kugeln. Die blauen Kugeln sind die Stärkekugeln, die gelben die Könnenskugeln, die roten die Willenskraftkugeln und die grünen die allgemeinen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn wir 1000 Erfahrungspunkte für eine Stärkefertigkeit brauchen, dann nehmen wir zum Beispiel 600 Punkte der Stärke-Erfahrung, wovon wir jetzt 58 haben. Und die restlichen, die wir noch brauchen, werden dann von grünen, den allgemeinen Erfahrungspunkten aufgefüllt. Die grünen sammeln wir sozusagen permanent und können sie für alle Aufgaben, auf alle Fähigkeitsfelder benutzen, währenddessen die blauen, gelben und roten speziell nur für diese Einrichtung einsetzbar sind. Werdet ihr alles in der Praxis sehen, ist eigentlich ganz einfach zu verstehen und vor allen Dingen von der Idee her sehr, sehr kreativ. Okay. Es gibt auch Wände, die man einschlagen kann. Die aber eher nicht. Oh, weitere Käfer. So. Man darf die Kugeln übrigens nicht zu lange auf dem Boden liegen lassen. Die Zahlen, die erscheinen, nachdem ihr Erfahrung erhalten habt, geben an, wie viel Stärke, Können, Willenskraft... Die Kugeln enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Ihr besitzt. Ja, wir töten also die Kreaturen und nehmen ihre Erfahrungen, ihre Weisheiten auf, in gewisser Art und Weise. Okay, der Hauptweg wird uns dort entlang führen, doch wir folgen erst einmal hier diesem Seitengang und haben hier eine Kiste. Ach, seht mal, unser Hund zeigt uns, wo der Schatz steht. Genial. Was haben wir hier? Ein Kindergesundheitstrank. Na super, hat sich ja gelohnt.
Triff den Schalter, um weiterzukommen. Oh, Moment, unser Hund hat etwas gefunden. Hier seht ihr diese fliegende... Ja... Ziel... Das fliegende Ziel, sag ich mal. Ihr seht darauf, es ist erstens gelb leuchtend und zweitens eine Zielscheibe. Das heißt, wir müssen hier unsere Fernkampfwaffe einsetzen, um es zu aktivieren. Das gleiche gibt es auch noch für die Nahkampfwaffen, dazu kommen wir dann später. Ein ganz feines Hündchen. Aber warum hat er hier einen Schatz gefunden? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Oh, seht mal. Ein Schädel. Ist schon unschön hier, oder? Die ganzen geschändeten Gräber. Meine Güte. So, seht mal hier. Da können wir nichts holen. Ja, später werden wir nämlich auch noch tauchen können, aber scheinbar hier noch nicht. So. Wir folgen weiter dem leuchtenden Pfad unseres Schicksals. Und seht mal erneut einen Seitengang, der uns zu einer Kiste führt. Umsehen lohnt sich, vor allen Dingen hier in Fable. Glaub mir. Was haben wir hier? Ein rostiger Streitkolben. Besser als euer rostiges Langschwert. So grob und hässlich wie effektiv. Man kann sich diesen Streitkolben in den Händen der ersten Männer auf dieser Welt vorstellen. Aber besser als unser Schwert, daher nutzen wir das mit dem Mal. Uah. Aber ihr seht auch deutlich langsamer als unser Schwert. Ja. Eine sehr schwere Waffe, die wir auch langsamer schwingen können. Daher wechsle ich doch lieber wieder zu unserem Schwert. Auch wenn der Schaden etwas, ja, mit 5 Punkten geringer ausfällt. Ach, und hier können wir sogar eine Verbesserung anbringen. Langsam, normal. Wir bleiben trotzdem bei unserem Schwert. So. Okay, da ist der Hauptweg. Was haben wir hier? Gar nichts. Na gut. Dann folgen wir weiter dem Weg und bleiben gespannt auf das, was uns hier noch erwarten wird. Außer dieser unzählige Käfer. So. Ausgezeichneter Kampf. Wir bekommen 200% Bonuserfahrung. Danke. Okay. Erforscht eure Umwelt gründlich. Es ist sehr hilfreich, dem leuchtenden Pfad zu folgen, aber es gibt jenseits der ausgetretenen Wege viel zu entdecken. Untersucht jeden Winkel. Ja, das kann ich euch auch nur raten, wenn ihr an dem Spiel interessiert seid. Folgt nicht immer dem leuchtenden Pfad. Es ist zwar eine wunderschöne Sache, dass dieser gegeben ist, aber gleichermaßen auch ein Fluch. Hier, seht mal, Skelett. Brandons Notiz. Dies scheint eine Seite aus dem Tagebuch eines Entdeckers zu sein, in dem er seine Expedition in diese Höhle beschreibt. Dritter Tag. Meine Hand zittert vor Erschöpfung, aber ich muss wachsam bleiben. Letzte Nacht, als wir um das Feuer herum lagerten, bin ich fast eingenickt. Habe aber trotzdem Erik und Drake im Auge behalten. Ich habe das gierige Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie wollen den Schatz an sich nehmen. Vielleicht wird es Zeit, den Trank zu benutzen, Brandon. Okay. Die Expedition ist wohl nicht ganz so glimpflich verlaufen. Eine riesige, riesige unterirdische Höhle haben wir hier. Ein weiteres Skelett. Eriks Brief. Dieser nicht abgeschickte Brief wurde von einem Mitglied der Schatzsucherexpedition geschrieben. Liebster Harrod, unsere Reise ins Innere von Bauertümpel hat sich zum Schlechteren gewendet. Ich hoffe, dass ich überlebe und noch einmal das Tageslicht sehen werde. Ihr hattet recht mit Brandon und Drake. Sie sind selbstsüchtige Grobiane, die sich hinter meinem Rücken verschworen haben und meinen Mord planen, damit sie den Schatz behalten können. Habt keine Angst, mein Liebling, denn ich werde ihre Wasservorräte vergiften, wenn sie schlafen. Bald sind wir reich, in Liebe, Erik. Oh wei, oh wei. Das Wasservergiften ist aber schon sehr, sehr hinterhältig, oder? Fehlt noch eine dritte Leiche. Die wir dann vermutlich hier oben finden, oder? Hier. Drakes Abschiedsbrief.
Auf diesem zerrissenen Stück Papier stehen die letzten Worte von Drake Morton, einem Entdecker und Schatzsucher. Irgendwann wird es einfach zu viel. Ich habe 5 Nächte ohne Schlaf, in denen diese Schurken sich hinter meinem Rücken verschworen, einen Riesenkäferangriff, bei dem ich einen Fuß verlor und einen nicht enden wollenden Schluck aufertragen, aber es hat sich gelohnt, denn ich habe ihn gefunden. Ja, der Schatz gehört mir. Wer weiß, welcher große Held einst diese magischen Edelsteine benutzte, aber eins weiß ich. Weder Brandon noch Erik werden ihn in die Finger bekommen. Ich werde sie heute Nacht vergiften. Dann werfe ich den Stein in den Tümpel und vergifte mich selbst. Nur für den Fall, niemand hält Drake Morton zum Narren. Ich werfe den Stein in den Tümpel. Da, ich sehe ihn doch. Hier. Ein Tauchplatz. Seht euch nach Tauchplätzen um. Objekte unter der Oberfläche. Ah ja. Bezaubernde Verbesserung. Diese magische Verbesserung lässt euch attraktiver wirken. Das kennen wir ja bereits. Dankeschön. Einige Waffen könnt ihr mit Verbesserungen versehen, um ihre Leistung zu verstärken. Verwendet die Verbesserung eurer Wahl in der Gegenstandsanzeige und bringt sie an einem Gegenstand an. Aber Vorsicht, sobald eine Verbesserung angebracht ist, könnt ihr sie nicht mehr entfernen. Ah ja. Man muss also alle Dokumente finden, um hier die Verbesserung zu finden. Sehr schön. Ich sage, es lohnt sich. Durchsucht einfach wirklich jeden Winkel dieser Spielwelt. Es ist einfach nur fantastisch, wunderschön und ja, auch sehr profitabel, muss man sagen. Oh Leute, und ich freue mich so. Das Spiel ist übrigens inzwischen 8 Jahre alt. Glaubt man das? 8 Jahre. Der helle Wahnsinn. Okay. Die Höhle hätten wir hinter uns gebracht. Mann, oh Mann, oh Mann. Die armen Mistkerle, alle haben sich gegenseitig misstraut. Jeder hat gedacht, dass die beiden anderen jeweils einen Hinterhalt planen würden. Da bestimmt er das ja gar nicht. Enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Danke für den Tipp, Theresa. Und hier haben wir gar nichts. Sieht sehr verdächtig aus, oder? So. Okay, da sollten wir besser nicht runterfallen. Das sieht nicht so einladend aus. Na komm, Hündchen, bloß nicht den Mut verlieren. Und ganz schön viele Riesenkäfer hier. Wow, sogar mit Fernkampfangriffen. Die wir aber mit unserem Schwert ganz gut zerschmettern können. So. Perfekt. 180% Bonuserfahrung. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Oh, seht mal. So. Oh. Ah ja. Und die Tür öffnet sich. Da habt ihr gesehen, wir mussten auch den Nahkampf einsetzen, um diesen Herausforderungsstein, so nenne ich ihn einfach mal, zu aktivieren. Und so hier diese wunderschöne Pforte zu öffnen. Okay, eine Abzweigung. Eine lange Abzweigung. Wow, und Käfer. So. Ein alter Lagerraum, wie es aussieht. Und seht mal, eine Kiste. Die wir natürlich mitnehmen. Perfekt. Danke, liebes Hündchen. Sehr schön gemacht. Ein Geldbeutel. 150 Goldstücke. Es ist hart, glänzend und erleichtert das Leben. Es ist Gold. Geht es aus, hortet es oder verschenkt es, aber nehmt es nicht in den Mund. Ihr wisst nicht, wo es schon überall war. Ach, Leute. Genial. Genial, genial. Was haben wir hier?
Der Zackenturm. An diesem seltenen Buch hat die Zeit Spuren hinterlassen. Es erzählt vom Untergang des Alten Reichs und dem, was viele Gelehrte zufolge der Auslöser dafür war, der Zackenturm. Der Bau des Turmes soll vom letzten Archon in Auftrag gegeben worden sein, der ihn als eine Art Kanal für die gesamte Willenskraft der Welt nutzen wollte. So sollte eine gewaltige Macht beherrscht werden, mit Hilfe derer der Benutzer sogar die Realität selbst formen könnte. Am Tag der Fertigstellung betrat der Archon den Turm und die Untergebenen warteten auf seinen ersten Wunsch. Was immer es war, es setzte eine verheerende Energiewelle frei, die das gesamte Reich zerstörte. War das wirklich der Wunsch des Archons? Eine verdorbene Welt auszulöschen, damit eine neue entstehen konnte? Ja, der Zackenturm. Merkt euch das. Der Held von Oakvale. Wir denken hierbei jetzt an Fable 1. Dies ist eins der vielen Bücher über den Helden von Oakvale, der den gefürchteten Messerjack besiegte. Obwohl es sehr unterschiedliche Berichte über das Leben und die Taten des Helden gibt, sind sie alle einig, dass er das legendäre Schwert der Äonen gegen Jack einsetzte und ihn zweimal tötete. Einmal als Mensch und später in Form eines Drachen. Zu seinen vielen anderen Errungenschaften gehörten sein Sieg in der Hexenholzarena, das Erlegen des weißen Belverines und die Befreiung der Feuerherzpropheten. Obwohl alle offiziellen Berichte über mögliche Nachkommen beim Angriff auf die Heldengilde vernichtet worden wären, wird weiter angenommen, dass seine Blutlinie noch existiert und eines Tages ein neuer Held kommen wird, um Albion in Notzeiten beizustehen. Neuer Held. Mehr sage ich gar nicht. Eine weitere Kiste. Das Heldenblut. Die Heldenblutlinie. Ja. 100 Goldstücke. Das Heldenblut. Oh, was war das? Das Ende ist beinahe nah. Dies ist eine Sammlung von Vorhersagungen und Untergangsahnungen des Mystikers und Wahrsagers Arthur Löwenzahn. Seine kryptische Vision, wie die von zwei naiven Brüdern, die den heulenden Tod über eine Stadt des Blutes bringen, führt zu Spekulationen und viel Schulterzucken. Seine anderen Prophezeiungen beinhalten die Erfindung einer Maschine, die beim Säubern verschmutzter Gewänder hilft. Eine Waschmaschine. Seine bekannteste Warnung sagt das Ende der Welt voraus. Laut Löwenzahn wird es allerdings nicht sehr plötzlich kommen. Der Boden wird beben und die Vergangenheit stößt auf blutige Weise in die Gegenwart. Doch vielleicht verwandelt sich auch eine fremdartige Kreatur in einen Drachen und macht alles nieder. Lange bevor dieser Fall eintritt. Was weiß denn ich? Das hier ist ja schließlich keine exakte Wissenschaft. Ja. Tolle Wissenschaft, die keine exakte Wissenschaft ist. Und ihr merkt, das Spiel nimmt sich selber nicht wirklich ernst. Aber genau das ist Fable, oder? Hier noch ein bisschen dominierender, finde ich, als in Fable 1. Dieser Humor, der einen durch das ganze Spiel begleiten wird. Wenn ihr das schon lustig fandet, dann wartet nur ab. Es wird noch viel, viel besser. So. Hinter diesen morschen Türen liegt die Heldengilde. Oder das, was davon übrig ist. Denn genau das hier kennen wir 1:1 aus Fable 1. Seit Jahrhunderten hat diese Akademie die begabtesten Söhne und Töchter Albions ausgebildet, die durch das gemeinsame Blut verbunden waren. Einst von den Bewohnern Albions angebetet, wurden die großen Helden gefürchtet und gehasst. Niemand erinnert sich mehr an die Nacht, als die Gilde brannte. Sie wurde vergessen. Aber es gibt noch Helden. Du bist hier. Und das gleiche Heldenblut fließt in dir. Sieh dir die Wände an. Dein Vorfahr war einer der mächtigsten Helden aller Zeiten. Als Kind erlitt er einen furchtbaren Verlust, von dem er sich nie erholen sollte. Aber als die Welt sich gegen ihn verschwor, wehrte er sich. Er wurde stark, stark genug, um die Welt nach seinen Wünschen zu formen. Das ist deine Aufgabe. Die Gilde hat auf dich reagiert. Tritt ins Licht und erfahre die wahre Macht der Helden. Unser Vorfahre ist somit der Held aus Fable 1. Und wir treten in das Licht der Heldengilde. Dein Blut erwacht. Du kannst jetzt deine gesammelte Erfahrung in Stärke, Können oder Willenskraft leiten. Stärke verbessert deinen Kampf mit Handwaffen.
Mit Können schießt du schneller und auch präziser. Mit Willenskraft kontrollierst du die Macht der Magie. Das ist ein Kallistor. Es reagiert auf die Willenskraft seines Benutzers. Bisher konntest du keine Willenskraft anwenden, aber dadurch, dass du hergekommen bist, hast du Willenserfahrung erhalten. Erlerne eine Willensfertigkeit, um das Kallistor zu aktivieren. Ja, ihr habt genug Erfahrung, um eine neue Fähigkeit zu kaufen. Drückt oben auf dem Steuerkreuz, um jetzt den Fertigkeitsbildschirm zu öffnen. Ihr könnt jederzeit über das Pausenmenü darauf zugreifen. Wir wählen einfach mal das Steuerkreuz nach oben. Ihr seht das unten links, dieser muskulöse Oberkörper. Und jetzt wir kommen direkt... Jetzt verwende dein bisheriges Wissen, um Stärke, Können und Willenskraft zu verbessern. Genau, jetzt sind wir hier in den Fertigkeiten. Stärke, Können, Willenskraft. Wir kennen das hier an sich genauso auch schon aus Fable 1. Willenskraft, Schock. Schock lähmt deine Feinde und trifft sie mit Blitzen. Ja, Inferno. Inferno lässt magische Flammen auflodern, die deine Feinde verbrennen. Ihr seht den Zauber auch immer ganz schön hier in der kleinen Vorschau. Mit Zeitkontrolle kannst du die Welt um dich herum verlangsamen oder dich schneller bewegen. Klingen erschafft magische Schwerter, die den Feind aufspießen. Wirbel erschafft einen mächtigen Wirbelsturm, der deine Feinde mit Trümmern oder anderen Feinden trifft. Chaos verwirrt deine Feinde und macht sie unberechenbar. Sie fliehen, greifen Verbündete an oder verlieben sich sogar in dich. Mit einem Energiestoß schleudert Kraftstoß deine Feinde gegen umliegende Objekte. Das ist in engen Räumen sehr effektiv. Mit Tote erwecken erwachen die kürzlich Verstorbenen zum Leben und kämpfen für dich. Ja, ganz ehrlich, wer von euch weiß, Schock, was ich mag, weiß ganz genau, dass ich natürlich Inferno nutze. Inferno lässt magische Flammen auflodern, die deine Feinde verbrennen. Ja, und ihr seht hier, Stufe 1 kostet 350 und wir haben genau 350 Willenskraftpunkte. Das heißt, wir können diesen Zauber lernen, ohne auf unsere allgemeine Erfahrung zurückzugreifen. Ihr habt den Zauber Inferno erlernt. Steuert einen Feuerball auf einen Feind oder verbrennt alle Feinde in der Nähe mit einem Feuerring. Sehr schön. Nächste Stufe 2100, das ist ganz schön viel. Stärke. Brachialaktionen schalten besondere Fertigkeiten für den Nahkampf frei. Zum Beispiel Blocken. Je stärker deine Konstitution, umso mehr Schaden kannst du mit Nahkampfwaffen ausrichten. Außerdem sieht unser Oberkörper dadurch deutlich stärker aus. Ein zäher Held hält mehr Schaden aus, bevor er in der Schlacht fällt. Das heißt, wir erhöhen damit unsere Lebensenergie. Technikaktionen. Sie schalten besondere Fertigkeiten für Fernwaffen und andere wichtige Fertigkeiten frei. Ja, denn Abrollen werden wir auf jeden Fall brauchen. Mit zunehmender Präzision richtest du mit Pistolen, Gewehren und Armbrüsten mehr Schaden an. Je höher deine Geschwindigkeit, umso schneller kannst du deine Feinde angreifen. Auch eine sehr nützliche Fähigkeit, die wir auch im Nahkampf einsetzen. Ja, wir werden aber zuallererst einmal die Zähigkeit erhöhen. Ihr habt eure Zähigkeit verbessert und damit eure Gesundheitsanzeige erhöht. In der Schlacht fällt. Danke. Sehr gut. Fühlst du, wie die Kraft dich durchströmt? Das ist nur der Anfang. Betätige mit deiner Willenskraft den Kreisel, um das Tor zu aktivieren. Wenn du es aktiviert hast, kannst du nach Bauertümpel reisen. Ja, B zaubern. Im Normalfall sieht das so aus, ein kleiner Feuerring, der den ganzen Gegnern in der näheren Umgebung Schaden zufügt. Ihr könnt den Zauber auch aufladen, wie ihr hier seht, durch gedrückt halten der B-Taste, um sozusagen den Schaden zu konzentrieren und eben auf den richtigen Moment zu warten. So. Und wir können natürlich auch Ziele erfassen, wie hier
den Kreisel des Kallistors. Sehr gut. Jetzt kann dein Abenteuer beginnen. Benutze das Kallistor. Ja, Therese, alles zu seiner Zeit. Hier haben wir noch eine Kiste. Auf www.fable2.com könnt ihr sehen, wie man an Gold und Gegenstände kommt, die euer heroischer Vorgänger hinterlassen hat oder die eure Vorgänger hinterlassen haben. Muss ich mal machen, habe ich noch nie gemacht. Aber okay, wir betreten das Kallistor. Durch das Kallistor nach Bauertümpel reisen. Oh ja, Leute, und damit haben wir unser Schicksal entfacht. Wir haben unser Blut aktiviert, wir haben die Willenskraft in uns entdeckt und sind jetzt tatsächlich zum großen Teil ein Held geworden, oder? In uns fließt das Blut des alten Helden aus Fable 1, eines der stärksten Helden, die es jemals gegeben hat, und vor allen Dingen dem Besieger vom Messer Jack. Besiege sie mit deinem neuen... Autsch, autsch, autsch. Au, au, au. Hört auf damit. Autsch. Ja. Erfahrungskugeln sammeln, wisst ihr ja schon. Rechte hintere Schultertaste. Enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Ja, das weiß ich. Und hier seht ihr die Kallistor-Symbole. 3 Stück an der Zahl. Warum? Seht ihr später. Reist nach Bowerstone, der Bandit. Die nächste Aufgabe wartet. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass wir die erst beim nächsten Mal beginnen werden. Oh, hier runterspringen. Ja, bevor wir aber nach Bowerstone reisen, werden wir natürlich hier erstmal Bauertümpel etwas erkunden. Und glaubt mir, Bauertümpel, ihr seht es rechts, bietet doch einige Gebiete, einige Ecken, einige Kanten, die wir finden werden. Gebiete. Bauertümpel. Wirtschaft, naja. Nomadenhändler, Nomadentätowierer, Nomadensteinschleifer. Aha. Verdichtete Gargoyles 0 von 5, Silberschlüssel 1 von 4. Ja, genau diese Gargoyles werden wir nämlich dann am Ende des Spiels ganz gesondert sammeln bzw. finden. Das wird dann ein bisschen anstrengender. Aber okay, die nächste Aufgabe, der Bandit, die gibt es dann beim nächsten Mal. Reist zum Banditenlager und besiegt die Banditen, die Bauertümpel terrorisieren. Wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn es weitergeht hier mit Fable 2 und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich. Bis zum nächsten Mal.